Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwoch auf der Bundesstraße 10. Der Lenker eines LKWs wollte die Bundesstraße auf Höhe Hedelfingen gegen 3.15 Uhr verlassen und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Leitplanke, rutschte einen Hang hinab und blieb auf der Seite liegen. Da sich die Ladung weiträumig auf der Bundesstraße verteilte, musste diese gesperrt werden. Gegen 12.40 Uhr wurde die Bundesstraße wieder freigegeben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 80.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In den letzten 8 Monaten haben junge rennsportbegeisterte Studentinnen und Studenten des Rennstalls der Hochschule Esslingen einen Rennwagen konstruiert und gebaut. Viele Arbeitsstunden wurden abgeleistet und Nachtschichten eingelegt, damit es am gestrigen Dienstagabend heißen konnte: Vorhang auf! Aber bevor der Stallardo 2017 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, konnte der Leiter des Rennstalls, Professor Dr. Haken, einen Rückblick auf die vergangene Saison geben. Es gab Hoch und Tiefs, witzige und ernste Situationen und einen starken Zusammenhalt bei dem Team. Das Ziel, unter die Top 5 bei den Veranstaltungen der Formula Student zu kommen, wurde erreicht. Also eigentlich ist der Formula Student Konstruktionswettbewerb. Das heißt, das Ziel ist, ein eigenes Auto zu konstruieren und natürlich dann auch zu bauen und dann im Wettbewerb gegeneinander anzutreten. Wobei man sich vorstellen muss, es ist kein klassisches Rennen, sondern es sind einzelne Disziplinen, wo jeder einzeln fährt. Und dafür sind aber auch andere Kriterien wichtig, die ähnlich wie beim Betrieb sind. Man muss dann mit einem Businessplan fiktiv erklären, wie man eigentlich die Fahrzeuge auch vermarkten könnte. Man muss die Konstruktion auch verteidigen, dass man sieht, was da alles dahinter steckt. Und die dynamischen Events sind sozusagen dann das i-Tüpfelchen, um zu beweisen, dass das Fahrzeug wirklich das kann, was man sich vorgenommen hat. Also sagen wir mal, es ist aus der Fahrzeugtechnik entstanden, aber wir haben sehr schnell erkannt, dass wir auch BWL brauchen. Wir brauchen im Prinzip auch Leute, die was gut organisieren können. Und insofern ist mittlerweile so, dass eigentlich von verschiedensten Fakultäten von der Hochschule wir Teammitglieder haben und auch von verschiedensten Fakultäten, auch von den Professoren und so weiter unterstützt werden. Also es ist im Endeffekt so, man kann sich selber für verschiedene Rennen bewerben. Es ist auch immer so, dass mehr Teams teilnehmen wollen, als Plätze sind. Man muss sich vorstellen, es gibt weltweit vielmehr an die 600 Verbrennerteams. Und in Hockenheim beispielsweise dürfen 75 Teams starten. Und um die Auswahl zu treffen, gibt es dann ein Quiz, das die Leute beantworten müssen. Und wer das sozusagen am schnellsten fehlerfrei beantwortet, ist dann als Erster dran. Und eben wenn die 75 Plätze vergeben sind, gibt es noch eine Warteliste. Und wenn man das dann auch nicht schafft, das ist nach einer Viertelstunde schon der Fall, dann hat man Pech gehabt. Da kann man dem Event nicht teilnehmen. In einem kleinen Film zeigten die Mitglieder des Rennstalls, was ihr aktuelles Fahrzeug kann. Dann war es endlich soweit. Der Stallardo 2017 wurde der Öffentlichkeit präsentiert. 610 Kubik Hubraum, 4 Zylinder in Reihe wassergekühlt, Leichtbau Titan ESD, eigenkonstruierte Stahlbremsscheiben. Die technischen Daten sprechen für sich und zeigen, was die Teammitglieder geleistet haben. Im Anschluss wurden noch Gespräche vertieft und das eine oder andere Häppchen verdrückt. Bereits seit einigen Wochen wird der Ausbau des Internets in Großbettlingen vorangetrieben. Heute fand der offizielle Spatenstich im Ahornweg statt. Heike Wenisch, Regionalmanager der Telekom, spricht von einem großräumigen Ausbau.
Wir verlegen hier aktuell 2860 Meter Glasfaser und das auf einer Strecke von 1860 Metern Tiefbau, den wir hier in Großbettlingen tätigen. An der Stelle bin ich natürlich ganz arg dankbar, dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sehr gut funktioniert, dass wir dieses schnellstmöglich umsetzen können. Wie wichtig dieser Ausbau ist, weiß auch Bürgermeister Martin Fritz. Also wir gehen davon aus, dass der jetzige Ausbau nur ein Zwischenschritt sein wird, dass möglicherweise Telekom die Vectoring-Technologie, über die wir jetzt aktuell reden, weiter fortentwickelt wird, dass dann bis zu 250 MB möglich sein werden. Allerdings wird sich die Gemeinde aktuell auch an der Backbone-Planung des Landkreises beteiligen. Das heißt, dass zusätzlich das Glasfaser nach Großbettlingen geführt wird. Und das Endziel wird sicher sein, dass jeder Haushalt das Glasfaser direkt ins Haus bekommt. So wird in den kommenden Monaten auch weitere Ausweitungen des Netzes folgen.